Also gut, Freunde, wir haben die offizielle Release-Uhrzeit von Super Saiyan God Goku, der zum Saiyan Day, sowohl für die globale Version als auch japanische, zeitgleich am 18. März um 7.18 Uhr morgens unserer Zeit erscheint. Wir wissen auch, wie die Banner-Charaktere aussehen. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video. Ich werde morgen summonen, jedoch nicht wie zuvor gesagt abends. Ich habe total vergessen, dass ich morgen Abend schon was vorhatte. Sondern ich werde am Samstag um 12 Uhr mittags summonen. Live, Freunde, auf twitch.tv/osurustones. Der Link ist in der Beschreibung. Wenn ihr Lust und Zeit habt, schaut auf jeden Fall vorbei. Und ich wünsche euch vorab schon mal sehr viel Glück. Und das Ausgabenvideo vom 8. Jubiläum ist fertig, Freunde. Sollte eigentlich heute kommen, aber dadurch, dass dieses Video heute kommt, verschiebe ich das Ausgabenvideo auf Sonntag. Also diesen Sonntag um 11 Uhr gibt es das Ausgabenvideo. Wie viel Geld habe ich im 8. Jubiläum auf Dragon Ball Z Dokkan Battle JP ausgegeben? Wollt ihr auf jeden Fall nicht verpassen, das Video, Freunde. Deswegen lasst auf jeden Fall ein Abo da. So, wir haben die Sende-Mission. Ja gut, wenn das Ganze auf Global rauskommt, dann könnt ihr es euch auch in-game angucken, sage ich mal. Also... ja, ansonsten, so, folgendermaßen, also pass mal auf, wir wissen, wie die Banner aussehen, sowohl für Global als auch JP, wir wissen, nur wie die ersten, wie viele sind, 1, 2, 3, 4, 5 Charaktere aussehen vom Banner, weitere Charaktere werden ja natürlich noch im Banner sein, aber das sind auch mehr oder weniger die Charaktere, auf die man sich fokussiert oder die man ziehen will, sage ich mal. Global wird Ticket-Summons bekommen, wahrscheinlich werden sie käuflich sein, ne? Ob man sie pro Sum bekommt, weiß ich nicht, ich würde jetzt es ausschließen, sag ich mal. Ich weiß gar nicht, wie ich es letztes Jahr war, aber Global wird Ticket-Sums bekommen und ich denke, das sind auf jeden Fall erstmal käufliche Tickets. Und das globale Banner wird so aussehen, also auch das normale, wo man mit Stones sammeln kann. Die haben Goku natürlich, den neuen Nebencharakter Vegeta. Muss ich noch was sagen, Freunde? Ich habe euch seit dem Release von diesem Charakter, LL Vegeta und Trunks of JP, habe ich euch jedes Mal gesagt und gepredigt, ey... diesen Charakter will ich spätestens zum Saiyan Day auf jedem Account sehen, denn ihr könnt ihn quasi ab morgen mit 500 Red Coins holen und ja, auch auf 55% reicht er. Und diesen Charakter wollt ihr nicht verpassen. Dieser Charakter wird auf jeden Fall dieses Jahr noch sehr relevant sein, denn er ist ein brutaler Tank immer noch. Also ist ein sehr, sehr guter Sword 1 Charakter und sein Leader Skill ist geisteskrank und man kann... ganz angenehm Double Lead mit ihm spielen, sowohl dein eigen auf Platz 1 setzen, Slot 1 setzen, als auch den Friend und auf Slot 2 kommen dann seine Partner. Er linkt sich mit sehr, sehr vielen Partnern. Bond of Parent and Child Leader Skill, da ist in Zukunft jeder Goku, Vegeta, Gohan, bla bla, jedes, das einfach jeder ist da drin. Fertig, so, jeder ist da drin. Da müsst ihr nicht viel diskutieren. Deswegen, wenn ihr mit euren Summons durch seid hier vom Banner und den Charakter nicht gezogen habt und ihr euch überlegt, also meiner Meinung nach, jeder holt ihn so, must have. Von mir aus quasi will ich den Charakter bei jedem sehen, auf jedem Account. 500 Red Coins rein, da fertig, GG. Du hast richtig gut investiert in deinen Dokkan Battle Account. Auch wenn ihr schon alles geschafft habt oder so, bla bla, dieser Charakter, den wollt ihr nicht verpassen. Weil, vor allem auf Global kommt noch das Jubiläum. Und die Jubiläumscharaktere sind in seinem Team viel besser als in ihren eigenen. Und in seinem Team linken sich auch beide mit Vegeta und Trunks. Das heißt, Vegeta und Trunks Sort 1 und die Jubiläumscharaktere auf Sort 2 so. Keine Ahnung, also all diejenigen, die meinen, nee, ich habe eh alles geschafft, ich brauche den nicht. Wir sprechen uns dann dieses Jahr sicherlich noch, wo ihr dann bestimmt euch denkt, Alter, damn, der Charakter kam raus. Und oh mein Gott, Vegeta und Trunks mit dem wäre richtig geil. Oder jetzt Vegeta und Trunks zu haben, dann sage ich zu euch nur selber Schuld. Also diese Empfehlung von mir würde ich... mein Universum 6 Osoru wird den auch annehmen, diesen Tipp. Also ungelogen. Wenn ihr da aus dem Saiyan rausgeht und diesen Charakter nicht habt, dann seid ihr selber schuld. Ich sag's mal so. Klar, der hat auch einen krassen Leader-Skill, definitiv. Pure und Hybrid Saiyan. Aber das ist jetzt eure Chance, falls ihr die quasi nicht zieht, den einfach mit 500 Red Coins zu holen. Und das ist auch ein LR-Charakter und den seine Utility ist halt echt stark. Also, ob der an dem so rankommt. Von der Utility her, also er hat auch eine eigene sehr gute Utility, aber ich meine so in Zukunft gesehen, also ich sag's mal so, er wird auf jeden Fall nicht schlecht verjähren. Hey, ich will jetzt auch nicht sagen, dass er schlecht ist als Vegeta und Trunks, nein, sondern beide Leader Skills sind wirklich asozial, der ist auch Pure und Hybrid Saiyan Leader und der ist auch wirklich ein sehr, sehr guter Leader, auch ein Charakter, den einfach rein raus sortieren kann. Ich sag's mal so, in einem Wunschteam von mir sind beide halt drin. Aber beide im Team von Vegeta und Trunks. Weil zweimal den zu haben, weiß ich nicht, wie das ist in Schwingen Events. Zweimal den zu haben ist Handshake. Immer auf Sword 1 ein, dein eigener, der Friend. Und den dann als Floater zu haben, als Gott Goku mit Guard und so.
Das ist das, also das sind meine Visions. Das ist ein Dokkan-Team, was dieses Jahr auf jeden Fall noch richtig stark sein wird und einfach nur jedes Event zur Seite hauen wird. Also deswegen, Freunde, alle neuen Charaktere, die stark sind, sind halt in seinem Leader-Skill hands down einfach besser als in den eigenen. Dann, genau, wir haben ja Margin. Ja, wenn ihr Margin zieht, geil, nimmt ihr einfach mit. Broly nimmt ihr auch einfach mit, was soll's. Margin ist auch sehr stark in seinem Team zum Beispiel. Und. Okay, ja, Japanisch-Banner sieht genauso aus, von dem, was wir wissen, die ersten 5 Charaktere, deswegen auf jeden Fall schon mal sehr stark. Weitere Charaktere werden natürlich noch featured sein, aber auf die pfeifen wir. Und ansonsten wäre es mehr oder weniger, wir wissen ja, was die Charakter drauf hat, Leute, falls ihr es schon mal angucken wollt. Wirklich, wie gesagt, hier an der Stelle, Leader-Skill ist einfach brachial. Leider sind Vegeta und Trunks aber nicht in seinem Leader-Skill, deswegen meine ich auch, Vegeta und Trunks annehmen und Goku in seinem Leader-Skill spielen, weil Goku ist auch in dem 200% Leader-Skill von Vegeta und Trunks. Ja, und Charaktere, also ich zeige euch gleich, welche Charaktere den 200% Leader bekommen. Stackt Angriff und Verteidigung als Goku. Intro-Sequenz aktiviert sich, wenn es 6 oder mehr Superclass Verbündete im Team gibt. Er bekommt 100% auf den Angriff, wenn er eine Super-Deck macht. Sorgt für Physisch-Key für 6 Runden an der Stelle. Key plus Attack-Nef 150% hat er immer. Bekommt zusätzlich Attack-Nef 50%, wenn er angreift. Hat eine 30%ige Chance zu dodgen. Bekommt zusätzlich Attack-Nef 50% und eine 30%ige Crit-Chance mit 3 oder mehr Keys, wenn er einsammelt. Macht eine Edition Super-Deck garantiert, bekommt einen Garten mit 6 oder mehr Keys-Sphären. Wenn er 4 Super-Decks gemacht hat, bekommt er auf den Angriff 50% zusätzlich. Hab's im Double-Time rausgehört, weil wir uns die Infos sowieso schon angeschaut haben. Crit sage ich. Active Skill kannst du aktivieren ab Anbeginn der 5. Runde und wenn er mehr 4 oder mehr Super-Decks gemacht hat, dann tust du garantiert Crit, machst Schaden und transformierst dich an der Stelle. Links ist auch sehr krass, das ist einfach Prepare for Battle, hat unglaublich in sehr vielen Kategorien. Der Boy ist es, Leute. Das ist auch ungelogen ein Must-Have-Charakter eigentlich. Vor allem für all diejenigen, also pass auf, ich sag's mal so. Nicht für Veteranen unbedingt, weil wenn die so oder so Vegeta und Trunks haben, könnt, ihr kommt auch ohne den zurecht. Aber für all diejenigen, die neu angefangen haben, jetzt mit Dokkan Battle, ihr zieht so lange, bis ihr diesen Charakter zieht und Vegeta und Trunks. Und dann habt ihr ausgesorgt. Vertraut mir, dann habt ihr ausgesorgt. Das ist der beste Charakter für Anfänger, den es aktuell gibt, der ohne Vegeta und Trunks, also jetzt in dem neuen Banner. Das ist insane. Für Durchschnittsspieler definitiv auch, vor allem diejenigen, die Vegeta und Trunks sich haben. Wenn ihr hier mit einem, wenn ihr in das Banner reingehen wollt mit gewissen Stones, dann versucht das, gibt ihm eine Chance. Wenn ihr Goku zieht, geil. Vegeta und Trunks nicht zieht, nicht schlimm, weil dann könnt ihr mit Coins holen. Wenn ihr im Worst Case Szenario niemanden zieht, könnt ihr immer noch Vegeta und Trunks mit 500 Red Coins holen, falls ihr nicht habt. Sag ich mal, Veteran, ganz ehrlich, ihr müsst hier nicht rein für Gott Goku. Ist ein sehr guter Charakter, Leader Skill ist heavy, brutal, aber Veteran, gehe ich sehr stark davon aus, haben so oder so schon alles geschafft, haben so oder so ihre Teams. Ich zum Beispiel auch mein Vegeta und Trunks Team und mein cooler Team und damit bin ich gedeckt, so. Da könnte man auch ohne ihn auskommen, soll aber nicht heißen, wie gesagt, dass dieser Charakter schlecht ist. Nein, seit langer Zeit ist dieser Charakter einer der geilsten Releases, die es gab und Gott Goku hat es meiner Meinung nach verdient und vor allem ist er der beste Saiyan Day Release, den es je gab im ganzen Spiel. Also der Charakter spricht wirklich für sich auf jeden Fall. Dann kann sich natürlich noch transformieren, wird er offensiv an der Stelle, tut nur Angriff und Verteidigung für eine Runde erhöhen, macht Medium Chance oder hat eine Medium Chance zu stunnen. Für 3 Runden tut er garantiert Kritten, danach tut er sehr viel gegen Schaden machen, hat Keep Plus Attack Nerf 159% immer, bekommt 100% Attack und Defense, wenn er angreift, 70% Chance als erster Angreifer, bevor er angreift und macht eine Additional Attack, welches eine High Chance hat, eine Super Deck zu sein. Also der wird dann eher offensiv, ihr werdet überwiegend in dieser Form sein, in Goku, aber wenn ihr euch sagt, okay, Event ist demnächst zu Ende, ich gehe raus in den, will den die Fresse polieren, dann kommt der halt dran und macht da wirklich richtig gut Schaden an der Stelle. Ja, der Vegeta auch richtig gut auf jeden Fall. Ne, als Nebencharakter eher offensiv-defensive Natur. Hat einen kleinen Support-Aspekt für Verbündete, wenn er sich dann transformiert mit dem Active-Skill. Hat er einfach Permaguard, davor hat er aber auch Guard an der Stelle. Nur für 5 Runden, genau. Also der ist ein wirklich ein guter Charakter, auch Link-Skills sind sehr gut von ihm. Also den kann man, wenn ihr den zieht, in Gotgus Team, in Vegeta und Trunks Team, könnt ihr ihn auf jeden Fall mitnehmen. Auch als letzter Charakter so, wenn euch in einem schwiegen Event, da muss man ja so oder so seine Teams anpassen. Und wenn dann ein Charakter fehlt, zum Beispiel gegen Cell Max, du weißt, wen du nehmen sollst, nimmst du einfach ihn, der hat zum Beispiel Guard und so, sollte der gut Defense haben auf jeden Fall dann an der Stelle. Und dann kannst du ihn auch an der Stelle auch rein raus rotieren. Leute, das ist der 200% Leader-Skill. Diese Charaktere bekommen den 200% Leader-Skill von God Goku. Global-Spieler, macht euch bereit. Also deswegen, Leute. God Goku. Vegeta und Trunks. In Vegeta und Trunks sein Leader-Skill ist nur... Sind beide oder ist nur einer von denen? Born of Parent Nature sind auf jeden Fall beide. Battle of Fate. Sind beide in Battle of Fate? Ja, oder? Oder vergesse ich gerade was? Ja, beide sind in Battle of Fate.
Nein, nein, nicht beide. Okay, genau sowas. Der ist. Da, doch, beide sind Battle of Fate. Perfekt. Okay, da sind auch beide im 200% ESG. Alles gut. Aber die sind auch in den ESG von Gotku und funktionieren in dem Team von Gotku auch richtig gut. Ansonsten gebt euch Issei Gohan ist drin, Carnival Goku, Issei Gotku, Spirit Bomb Goku. Was ist das, Digga? Einfach in so ein Insekt da kurz auf dem Bildschirm. Ja, und ansonsten sein Leader Skill ist stark, sein 200% Leader Skill ebenso. Deswegen, God Goku ist wirklich ein sehr guter Charakter. Und von den Links her, guck mal, er linkt sich mit sehr, sehr vielen Charakteren sehr angenehm, weil er einfach Prepare for Battle, Super Saiyan 4 Battle hat und. Und ich bin wirklich durchaus zufrieden mit God Goku. Und ich bin sehr darauf gespannt. Ich hoffe, wir ziehen ihn, Freunde. Ich wünsche euch, wie gesagt, sehr viel Glück. Morgen gibt es Live-Summons. Schaltet auf jeden Fall gerne ein. Und dann sehen wir uns ansonsten das nächste Mal wieder. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.